kurz begrüßen. Beide Autoren zeigen, dass Geschichte für ein breites Publikum interessant und spannend ist, weil und wenn sie gut geschrieben ist. Herfried Münklers Bücher konnten sich mehrfach auf den Bestsellerlisten platzieren und auch Peter Wilsons Buch wurde mittlerweile über 10.000 Mal verkauft. In den Buchläden liegen diese Bücher zurzeit meistens nebeneinander, weil es ein Interesse an dem Thema gibt. Und wir werden heute Abend erfahren, was diese beiden Bücher darüber hinaus verbindet, was sie möglicherweise auch in ihren Thesen und Gedanken trennt. Dazu begrüße ich den Moderator Andreas Kilp ganz herzlich von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, der seit 1982 Film- und Fernsehkritiken schreibt, zeitlang bei der Zeit war und seit April 2000 wieder bei der Feuilleton als Feuilleton-Korrespondent der FAZ, Ihnen sicherlich auch ein Name und Begriff ist. Ja, damit darf ich übergeben. Wir werden eine gute Stunde ein Gespräch führen, danach haben Sie noch eine Gelegenheit zu fragen und wie gesagt, dann freuen wir uns auf ein Gläschen Wein. Herzlich willkommen, Herfried Münkler. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Wir wollen heute über einen Konflikt reden, der einige Zeit zurückliegt, der sich aber tief in die Geschichte und in das Bewusstsein dieses Landes, gerade dieses Landes, eingegraben hat und der zumindest bis zum Ersten Weltkrieg als der große Krieg in der deutschen Geschichtsschreibung galt. Dann wurde er im 20. Jahrhundert sozusagen in den Hintergrund gedrängt von den zwei großen Weltkriegen, die dieses Land mit ausgelöst hat. Und jetzt ist er wieder da. Auf einmal erscheinen ganz viele Gesamtdarstellungen über den 30-jährigen Krieg. Sie, Ihre war die erste, Herr Wilson, ist auch schon vor einigen Jahren entstanden. Und sie wird vermutlich auch die umfangreichste bleiben, das Standardwerk. Ihre war die nächste und jetzt kommen schon wieder zwei große Bücher über den 30-jährigen Krieg. Erlauben Sie mir zu Beginn die Frage, die ich zunächst mal an Sie stellen möchte, wird eigentlich dieser Krieg überschätzt? Kann es sein, dass wir jetzt zum 400-jährigen Jubiläum des Ausbruchs diesen Konflikt zu ernst nehmen in der europäischen Geschichte im Vergleich zu anderen wie den Siebenjährigen, der auch schon ein Weltkrieg war, die Befreiungskriege gegen Napoleon, die ganze Zeit der Französischen Revolution. Kommt uns der 30-jährige Krieg einfach jetzt zu nah? Nein, ich würde sagen, dass es nicht überschätzt ist. Das ist wichtig aus zwei Gründen. Das war historisch sehr wichtig. Das hat Veränderungen im Mitteleuropa sowie auch in anderen Teilen von Europa gemacht. Und das ist auch heutzutage wichtig, weil es einen Bestandteil verschiedener Erzählungen über die Geschichte sowie auch über die Entwicklung des Welts, vor allem über dieses sogenannte westfälische Modell des Staates. Insofern ist das also historisch sowie auch so politisch sehr wichtig. Aber es gab doch so viele andere Kriege zur gleichen Zeit. Es gab den großen Konflikt zwischen den Niederlanden und Spanien um die Unabhängigkeit, der über 70 Jahre sich hinzog. Es gab den Krieg zwischen Frankreich und Habsburg, der sich ebenso weit über den 30-jährigen Krieg hinaus erstreckte. Es gab England und die beginnenden Kolonialkriege. Ist dieses Mitteleuropa vielleicht einfach ein bisschen zu sehr hier im Fokus? Müssten wir viel mehr raus in die Welt schauen und gucken, dass der 30-jährige Krieg nur ein Schauplatz dieses Gesamtkonflikts im 17. Jahrhundert war? Ja, zum Teil. Also es gab keinen Gesamtkonflikt, es gab eine Menge von Konflikten, die Sie auch erwähnt haben. Die sind natürlich sehr wichtig, aber wir erinnern uns heutzutage an den 30-jährigen Krieg dran und dafür besteht gewisse Gründe und diese Gründe, die machen diesen Krieg dann besonders wichtig. Und vor allem, weil man hat die Geschichte teilweise vereinfacht.
Und diese Vereinfachungen führen dann zu verschiedenen Missverständnissen. Und insofern ist ein Jubiläum sozusagen immer eine gute Gelegenheit, also diese Geschichte wieder nachzugucken und wieder frisch dann, also ein frisches Blick drauf zu nehmen. Herr Mückler, in Ihrem Buch spielt eine große Rolle die Erörterung der Frage, ob dieser Krieg eigentlich ein Religionskrieg war oder ein Staatenkrieg oder ob man beides überhaupt unterscheiden kann. Sie beginnen sozusagen mit der Erwägung, dass es ein staatlicher Konflikt war, der aber offenbar aus religiösen, teilweise auch vorgeschobenen Motiven nicht leicht zu beenden war. Wie waren eigentlich religiöse und Machtmotive in diesem Konflikt verknüpft? Also ein Staatenkrieg ist es vielleicht auch, aber gewissermaßen zum geringsten Teil, wenn wir das Wort präzise nehmen. Die Auseinandersetzung zwischen Hessen-Kassel und Hessen-Darmstadt ist eine solche, der es geht um Marburg, nicht? Ob die nun zu Hessen-Kassel gehören oder zu Hessen-Darmstadt. Also ein Krieg um Grenzverschiebung. Ich würde zunächst einmal sagen, dieser Krieg beginnt mit einem Verfassungskonflikt. Auch innerhalb des Reiches, aber in Böhmen um die Frage, wer dort das Sagen hat. Die Stände und die Städte oder aber Ferdinand von Steiermark, inzwischen böhmischer König mit gewissen absolutistischen Ansprüchen. Und indem es ein Verfassungskonflikt ist, wird es relativ schnell, da in Böhmen nun Lutheraner, Utraquisten, aber auch eine Reihe von Reformierten sind, auf der einen Seite, und auf der anderen Seite man diesem Ferdinand, der ein religiöser Eiferer war und die Gegenreformation auf seine Fahnen geschrieben hat, nachsagt, er wolle den Katholizismus wieder durchsetzen, wird es gleichzeitig dann zu einem Konfessionskrieg. Das ist schwer voneinander zu trennen. Aber wenn wir genauer hinschauen, dann fragen wir uns, warum war der Ferdinand eigentlich in der Lage, Krieg zu führen? Denn von seinen eigenen Ständen in Oberösterreich, Niederösterreich und wo auch immer hätte er kein Geld dafür bekommen. Aber er bekommt Geld von Spanien. Also diesem anderen Zweig des Hauses Habsburg, der Casa d'Austria. Und die Spanier haben offenbar die Sorge, dass wenn ihr Wiener Zweig dieselben Probleme in Böhmen hat, wie sie selber in den Niederlanden haben, dass dann die Reputation des Hauses Habsburg dahin geht. Und Reputation ist in der internationalen Politik eine sehr relevante Währung. Und deswegen stellt Philipp III. Seinem Wiener Verwandten relativ bald sehr viel Geld und vor allen Dingen seine tüchtige und leistungsfähige Infanterie zur Verfügung. Und insofern ist dieser Krieg immer und von Anfang an mindestens ein Dreierkrieg, also eine Schichttorte aus drei Konflikten. Verfassungskonflikt, Konfessionskonflikt, ich würde mal sagen Hegemonialkonflikt. Und in den hineingeworben ist noch der Staatenkrieg an einzelnen Elementen und der Krieg um die Frage, wie soll eigentlich die europäische Ordnung aussehen. Von einer Hierarchie mit dem Hause Habsburg, konkret Spanien an der Spitze, die das Sagen hat, oder aber ein System von, sagen wir mal, fünf, Pentarchie ist der Begriff dafür später, gleichberechtigten Mächten, bei denen einer die komfortable Rolle des Züngleins an der Waage spielt. Das wird dann im 18. Jahrhundert England sein und ist relativ lange Frankreich. Und das ist gewissermaßen alles zusammenhängend. Und ich glaube, aus meiner Sicht macht das keinen Sinn, eins gegen das andere auszuspielen. Denn immer wenn der eine Konflikt gerade fast zu Ende ist, dann spielt der andere wieder eine Rolle und so geht der Krieg weiter und weiter und weiter. Herr Wilson, in Ihrem Buch argumentieren Sie, dass der Krieg im Wesentlichen ein Kampf um die Reichsverfassung war. Nun würde man doch denken, dass dieser Konflikt relativ leicht beizulegen gewesen wäre. Denn es gab ja die Verfassungsorgane, den Reichstag und es gab die verschiedenen Fürstenbünde. Da hätte sich doch eine Lösung finden lassen sollen. Und die fand sich ja auch dann 30 Jahre später im Westfälischen Frieden. Und auch das stellen Sie heraus, es hat ja dann auch noch mal 160 Jahre gehalten bis zu Napoleon.
Warum war dann dennoch in diesen 30 Jahren der Konflikt so nicht beizulegen? Also welche Rolle hat denn da sozusagen die Ideologie gespielt? Welche Rolle haben Machtinteressen gespielt? Mhm. Ja, das ist eine sehr breite Frage. Also warum hat es 30 Jahre gedauert? Also man muss dran denken, also keiner wollte eine große Krieg. Also jeder hat versucht, einen langen Krieg zu vermeiden. Die verschiedenen Akteuren waren nicht auf einen Krieg aufgerüstet. Und sie haben immer dann gehofft, dass es begrenzt bleiben wird. Und die haben also ständig durch die 30 Jahre, fast jedes Jahr, haben sie dann gehandelt. Also Zweck der Operationen war nicht, die Gegner zu vernichten, sondern sie zur Verhandlung bringen und zwingen. Keiner der Akteuren am Anfang hat genügend Ressourcen, ihre Punkte dann durchzusetzen, und sie sind dann darauf gezwungen, Hilfe ins Reich zu rufen. Also gerade wie Herr Mückle gesagt hat, also Spanien hatte am Anfang eine sehr starke Rolle gespielt mit Geld und vor allem Truppenhilfe. Insofern war man dann an anderen dann verpflichtet. Und man könnte dann keine Frieden ohne diese anderen Parteien dann schließen. Und das war eben das Problem. Also das war eine Kette verschiedener Interessen, und die waren dann sehr schwer, dann alles dann auszugleichen bei einer Verhandlung. Und jeden Teil, also jeden Moment, wenn vor allem in der ersten Kriegshälfte, wenn der kaiserliche Seite hauptsächlich die Oberhand hatten, haben sie immer dann diese Machtposition dann ausgespielt, weil sie zu viel verlangt haben und nicht genügend Konzessionen gemacht oder angeboten. Und gerade wenn sie dann diese Machtpositionen aufgebaut haben, ist oft dann anderes Land, zuerst Dänemark, hinterher dann Spanien und so weiter, sind sie dann ins Krieg dann eingestiegen, um die Ausbreitung der spanisch-habsburgischen Macht zu verhindern. Insofern hat es also diese externe Interventionen dann immer noch den Öl aufs Feuer dann gegossen. Man kann den Aspekt, den Sie angesprochen haben, Herr Wilson, gerade auch noch mal beschreiben unter dem Aspekt von Kriegsökonomie. Also man kann sich ja vorstellen, es gibt geschlossene Kriegsökonomien, und dann brennt ein Krieg nach einigen Jahren aus, weil alle Ressourcen verzehrt sind und es wächst nichts Neues mehr nach, nicht? Aber das Problem dieses Krieges ist, es ist eine offene Kriegsökonomie. Es kommen von außen Gelder. Über Spanien haben wir schon gesprochen. Wir könnten auch über England sprechen. Mhm. Wir könnten über die Niederlande sprechen. Und Männer. Also vor allen Dingen die tüchtigen Schotten. Ich weiß gar nicht, Sie sind kein Schotte, nein? Halb. Okay, also sozusagen Ihre Vorfahren waren ordentlich beteiligt, nicht? Und Leute aus Italien und der Wallonie und wie auch immer. Und das führt dazu, dass dieser Krieg nicht aufgrund der Begrenztheit der Ressourcen ausbrennt. Das wäre sozusagen nochmal zu dem, was Sie gesagt haben, hinzuzufügen. Und erst als dann so ab 1640 ziemlich klar wird, eigentlich könnte man den Krieg aufgrund dieser offenen Ökonomien endlos weiterführen, nicht? Kommen immer wieder neue Gelder und neue Männer und wie auch immer rein und treffen sich auf dem Territorium des Römischen Reichs, deutscher Nation, um sich gegenseitig umzubringen, kommt man zu dem Ergebnis, aber man sollte es doch jetzt wirklich beenden, nicht? Vermutlich erst in dem Augenblick, wo das begriffen worden ist, dass es kein innerer Konflikt ist, sondern ein europäischer Konflikt, das wäre ein bisschen meine Gegenposition, ist klar, und Max von Trautmannsdorff schafft das dann auch in Münster und Osnabrück, man muss die Ebenen auseinandernehmen. Aber knapp, also... Naja, ich meine, er ist 47, ist er so frustriert, dass er weggeht.
Aber die große Leistung von diesem Mann, über den man seltener spricht, in der Regel spricht man über die Heerführer, Wallenstein, Gustav Adolf und wie die heißen, nicht? Max von Trautmannsdorff steht da irgendwie im zweiten oder dritten Glied, ist begriffen zu haben, dass dieser Konflikt zu diesem Zeitpunkt ein internationaler Konflikt ist und dass er in Münster andere Fragen verhandeln muss, als in Osnabrück verhandelt werden. Nun gibt es ja eine Figur, in der deutschen Literatur entsprechend gewürdigt, in der sich diese Unfähigkeit, den Konflikt zu beenden, geradezu symbolisiert. Und das ist Wallenstein. Mhm. Wallenstein hat ja ein Modell entwickelt, mit dem er den Krieg beenden will, indem er seine Armee so lange vergrößert, bis sie sozusagen den Gegner erdrückt, durch bloße Anwesenheit. Mhm. Und indem er sie ökonomisch so aufbaut, dass sie sich aus den Ländern des Gegners immer wieder ernährt. Ja. Und warum hat das eigentlich nicht funktioniert? Obwohl er ja militärisch sogar die Erfolge sowohl gegen den dänischen König als auch sogar gegen Gustav Adolf errungen hat, die ihn in eine Position gebracht haben, dann sozusagen, was sie das Ausbrennen des Konflikts nennen, zu ermöglichen. Woran ist er gescheitert? Ja, aus zwei Gründen. Nämlich erstens, dass er nicht nur in feindes Land diese Armee versorgt hat, sondern auch im eigenen Land, was dazu führt, dass die Kurfürsten ihm nicht besonders gewogen sind, weil er auch von denen Ressourcen abzieht und ihn in Regensburg absetzen lassen, das erste Mal, also das Ende seines ersten Generalats 1630. Und dann auch, weil Wallenstein selber nicht genau weiß, was er will. Nicht? Schiller hat sich darüber ja viele Gedanken gemacht und hat das auf den Genuesen Senno, der bei Schiller Seni heißt, zurückgeführt und also Wallensteins Abhängigkeit von der Astrologie. Ich glaube aber, das Problem Wallensteins ist ein strategisches Dilemma. Er ist durch den Krieg groß geworden. Aber er ist jetzt alt und hat die Gicht und Syphilis im fortgeschrittenen Stadium und eigentlich möchte er seine Erfolge genießen. Hat viele Erfolge erzielt. Eigentlich möchte er den Frieden haben. Aber er weiß, wenn der Friede da ist, ist er erledigt. Weil letzten Endes seine Machtbasis dieses Heer ist und er ist sich darüber im Klaren, er kann gewissermaßen die Legitimität des Kriegserfolgs nicht in die Legitimität eines stabilen Friedens für sich transformieren. Und deswegen sagt er auf der einen Seite immer, er will Frieden, und auf der anderen Seite schreibt er Briefe, ja, der Krieg muss in einen anderen Raum verlegt werden und wir sollten jetzt gegen die Türken Krieg führen und derlei mehr. Und dieses Schwanken Wallensteins, glaube ich, ist der Grund seines Scheiterns. War denn dieser Gedanke unmöglich zu verwirklichen, dass das Haus Österreich tatsächlich in Deutschland in ähnlicher Weise durchregiert wie in Spanien oder die Bourbonen in Spanien, in Frankreich? Wäre nicht ab einem bestimmten Punkt das tatsächlich auch im Interesse der deutschen Allgemeinheit gewesen? Ja, also das war eine so heikle Frage, vor allem im 19. Jahrhundert. Also das war vor allem von katholischen Autoren dann als verlorene Chance, also Deutschland in irgendeine Art so Nationalstaat zu schaffen. Ich würde sagen, also wenn man es historisch betrachtet, also die Habsburger haben versucht, nur ihre Macht in ihre eigenen Länder dann durchzusetzen. Also sie wollten, die waren am Anfang von den Ständen konfrontiert oder besser gesagt von den protestantischen Teil der Stände und dann auch, besser gesagt, nicht alle Protestanten, manche haben dann, sind loyal geblieben. Und sie wollten dann, ihre Macht wieder aufbauen und durchsetzen. Und die Fenstersturz in Prag war dann eine Gelegenheit. Also jeder, der sich gegen die Habsburger erklärt haben, könnte als Rebell dann gebrandmarkt. Und wenn die Habsburger dann militärisch stark waren, können sie dann ihre Gegner enteignen. Und das ist auch ein Grund, weil der Krieg dann danach immer weitergegangen ist, weil die Habsburger die Offiziere und ihre eigene
Funktionäre sozusagen, also Beamten waren sie nicht. Sie konnten sie nicht richtig bezahlen und sie haben dann diese enteigneten, also diese Eigentümer dann an die später an Wallenstein, aber am Anfang schon an andere Generale dann verteilt. Und diese Leute hatten dann ja, also dass es dann schwierig sein wird, Friede zu schließen. Man hätte dann diese Leute dann dazu zwingen, Teile dieser Eigentümer oder so dann zurückzugeben. Und der Hauptgewinner von diesem ganzen Spiel war der Herzog von Bayern, der Kurfürsttitel und die pfälzische Länder dann bekommen. Und insofern, aus dem damaligen Sicht war das eine Tyrannie, weil der Kaiser hat das eigentlich aus Machtvollkommenheit dann erteilt und er hat dann nicht die der hat keinen Reichstag ausgerufen und hat dann die, also von Gesichtspunkt seiner Gegner, der hat Verfassungsbruch dann gegangen. Herr Münkler, ein deutsches Trauma, das war dieser Krieg jahrhundertelang. Für die borussische Geschichtsschreibung war er gleichzeitig der Beginn des Aufstiegs des Hauses Preußen. Mhm. Für die revisionistische Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts der Beginn des deutschen Sonderwegs in die Katastrophe von 1933. Und was sozusagen all diesen Betrachtungen gemeinsam war, war die Angst vor fremden Interventionen. Dass Deutschland möge nicht wieder zerrissen werden durch fremde Mächte, die dort auf unserem Boden ihren Krieg austragen. Sind wir eigentlich noch davon geprägt oder ist das genau dieses Trauma verschwunden durch das Größere des Zweiten Weltkriegs? Hat der Zweite Weltkrieg uns von dieser Angst befreit und uns gleichzeitig mit der föderalistischen Verfassung der Bundesrepublik ein neues Verfassungsmodell gegeben, mit dem wir diese Balance halten können zwischen zentrifugal und zentripetal Kräften? Also wenn ich ein bisschen aushole, nehme ich nochmal den Punkt auf, den Sie Herrn Wilson gefragt haben. Es gibt gewissermaßen ein Interesse, der um das Heilige Römische Reich deutscher Nation herumgruppierten Mächte daran, dass es hier keinen absolutistischen Herrscher nach spanischem oder französischem Vorbild gibt. In gewisser Hinsicht gibt es in England ja auch diese Bestrebungen, die aber dann in der Revolution von 1640 bis 1660 scheitern, als die Stuart-Könige und dann hinterher 88, 89 ist mit den Stuart-Königen ja sowieso vorbei. Aber das Machtgefüge in Europa wäre ein völlig anderes gewesen, wenn wir uns vorstellen, ein Habsburger hätte eine Position wie Ludwig der 13. oder der 14. gehabt. Und das ist mit einer der Erklärungen, auch warum der Krieg so lange dauert und warum es in Deutschland nicht zu dieser Entwicklung kommt. Sie haben alle ein Interesse daran, dass man sozusagen die Akteure in Deutschland gegeneinander ausspielen kann. Nicht? Richelieu und sein wunderbarer Père Joseph verhandeln dann sowohl mit Johann Georg in Sachsen als auch mit Maximilian in München und machen eine sehr raffinierte Politik gegen das Wiener Kaiserhaus. Also das ist, glaube ich, ein wichtiger Gesichtspunkt dabei. Ich glaube aber, dass das, was ich Trauma genannt habe, zunächst einmal jenseits dieser Machtgeschichte in der Mentalitätsgeschichte der Menschen liegt. Denn dazu muss man sich vor Augen führen, dass nicht in absoluten Zahlen, aber in Relation der 30-jährige Krieg sehr viel mehr Menschen hinweggenommen hat als die beiden Weltkriege der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Deutschland zumindest. Nicht? Ja, ausgehen, die haben am Anfang vielleicht 16 Millionen Menschen, also mit der Statistik ist das eine heikle Sache, so genau weiß man es nicht, aber ungefähr. Und am Schluss vielleicht 10 Millionen oder 11 Millionen, also kurzum, tendenziell ein Drittel der Bevölkerung ist weg. Das müssen Sie mal auf die Ausgangssituation von 1914 rechnen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was für eine Wirkung dieser Krieg hatte. Nicht? Und dann, dritter Punkt,
lebt das sozusagen im kollektiven Gedächtnis immer mal wieder auf. Ich würde sagen, vor allen Dingen im Ende des 19. Jahrhunderts unter dem Eindruck eines Buches, das heute kaum einer kennt, noch Gustav Freitags Bilder aus der deutschen Vergangenheit, in jedem ordentlichen bürgerlichen Haushalt steht und kommt dann auch bei den Generalstabsleuten an. Also Moltke sagt in seiner letzten Rede, die er als Reichstagsabgeordneter hält, wenn ein neuer Krieg in Europa ausbreche, werde es ein 7-jähriger, ein 30-jähriger Krieg sein. Ist also da. Auch Schlieffen macht sich darüber Gedanken und er kommt zu dem Ergebnis, Schlieffen, ein solcher europäischer Krieg sollte hinfort nicht mehr auf deutschem Boden ausgetragen werden, sondern sinnvollerweise bei den anderen. Und entwickelt den bekannten Schlieffenplan, also eine Offensivoperation, die natürlich verhängnisvoll ist, nicht? Weil gewissermaßen der Angriff auf Belgien dazu führt, dass Großbritannien in den Krieg eintritt. Vielleicht wären sie auch sowieso in den Krieg eingetreten, aber das weiß man nicht. Aber jedenfalls haben sie einen guten Grund gehabt, um in den Krieg einzutreten. Und tendenziell war von diesem Zeitpunkt an, jedenfalls von den Ressourcen her, für die Deutschen der Krieg verloren. Das heißt, um gewissermaßen die Dramatik dieses Geschehens vor Augen zu führen, die glauben, sie haben gelernt aus dem 30-jährigen Krieg. Aber wie das mit traumatischem Lernen so ist, nicht? Das ist ein heikles Lernen. Und Lernen, das weiß ich als Hochschullehrer nur zu gut, ist nicht immer so, dass man das Richtige gelernt hat. Es kann auch das Falsche gelernt worden sein. Nicht? Sie haben das Falsche gelernt. Also insofern glaube ich, dass das, was ich da Trauma genannt habe, eigentlich Auswirkungen hatte bis weit ins 20. Jahrhundert hinein über solche komplexen Vermittlungsmechanismen. Peter Wilson, Sie sind Militärhistoriker. Der 30-jährige Krieg war ein Krieg kleiner Heere, die die Landschaften aussogen, verheerten, wie ein deutsches Wort seitdem sagt, durch die sie zogen, in denen sie kämpften. Dann kam die Epoche der Kabinettkriege, in denen diese Heere sozusagen ganz eng geführt und in Lagern auch unterwegs kaserniert wurden, damit sie nicht die Landschaft schädigten. Und danach die Epoche der Volksheere, also in denen ganze Generationen eingezogen und auf Schlachtfelder geschickt wurden. Heute haben wir wieder kleine Heere, Expertenheere, europäische Corps, kleine Militaries. Heißt es, dass strukturell ein 30-jähriger Krieg oder ein Krieg, der in ähnlicher Weise funktioniert, wieder stattfinden könnte oder an anderen Ecken der Welt schon wieder stattfindet? Also es gibt natürlich also viele, viele Unterschiede, vor allem so technische Unterschiede. Also ein Krieg wie im 30-jährigen Krieg, das wurde dann in einem Gegend geführt und man hatte zwar eine mediale Echo, also man wusste davon in anderen Ländern, also heute findet man von diesen Sachen dann gleichzeitig. Insofern ist diesen zur mentalen Welt natürlich ganz anders. Aber man kann eine gewisse Analoge stellen, indem sofern das verschiedene Kriege in Teilen des Welts heutzutage von sich ernähren. Insofern ist und auch von man nennt sich auf Englisch Non-State Actors, also nicht genau geführt worden sind, die teilweise in ihren bestimmten Gebieten wie Staaten funktionieren. Also das ist das Paradoxe an der Sache. Ja. Herr Münkler, der Krieg als Unternehmen, hat es den nicht immer schon gegeben, wenn auch nicht in Europa? Und jetzt, da wir in Europa schon sehr lange Frieden haben, sehen wir genauer, wo er stattfindet, wie er stattfindet? Ist diese Form des Krieges sozusagen einfach tradiert an anderen Weltenden von Jahrhundert zu Jahrhundert? Und jetzt fällt es uns erst auf? Also ich denke sozusagen, der Krieg wird zu einem ökonomischen Unternehmen von dem Zeitpunkt ab, wo so viele Ressourcen in einem Land oder mehr Produkt, heißt mehr als die Bevölkerung zu ihrer unmittelbaren physischen Reproduktion braucht, vorhanden ist, dass Soldaten davon leben können.
Marx spricht einmal von den Söldnern als der uneigentlichen Vorform der Lohnarbeit. Uneigentliche Vorform der Lohnarbeit. Das heißt, jetzt erst können Leute auftreten und diese Art von Arbeitern organisieren, man könnte sagen militärische Arbeitskraft, und die stellen sie dann einem, der Nachfrager ist, zur Verfügung. Das kann man in der Anfangsphase des Krieges ganz schön sehen, nicht? Da ist Ernst von Mansfeld, der hat da militärische Arbeitskraft, die ist gerade arbeitslos geworden, weil im Süden, in Italien kommt der Krieg zum Erliegen. Auch gegen die Türken ist jetzt kein Krieg mehr, also ist Arbeitskraft da und sie sucht im Prinzip Beschäftigung, Finanzierung. Also würde ich sagen, dieser Typus von Kriegsunternehmern kommt auf, man könnte so vielleicht sagen, mit Frühformen des Kapitalismus. Und er wird beendet tendenziell 1648, tendenziell, es dauert dann noch eine Zeit lang, indem, wenn ich das mal ein bisschen spitz sagen darf, diese Lohnarbeiter in eine Art von Beamten verwandelt werden, nämlich als miles perpetuus, nicht stehendes Heer. Und dann ist das denen egal, ob Krieg ist oder ob nicht Krieg ist, weil sie leben ja nicht mehr unmittelbar vom Krieg, sondern sie werden bezahlt, egal ob sie im Felde stehen oder in der Garnison liegen, wie es, glaube ich, im Deutschen heißt. Das heißt, unter diesen Umständen, also der Verstaatlichung des Krieges, der Entökonomisierung oder Entunternehmungsform, führt dazu, dass die Politik einen ganz anderen Zugriff auf den Krieg hat. Jetzt erst gilt Clausewitz, Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und dieses Modell, dessen Auslaufen sind wir Zeitgenossen, nicht? Also man kann sagen, die amerikanische Armee war im dritten Golfkrieg, also im letzten Irakkrieg, eigentlich nicht aktionsfähig ohne die Private Military Companies, nicht? Also sozusagen diese neuen Typen, die militärische Arbeitskraft in diesem Fall aus Bangladesch, von den Philippinen und was auch immer und organisiert haben, ja. Und zur Verfügung gestellt haben, sodass also der amerikanische Präsident nicht so viele Verluste unter seinen eigenen Staatsbürgern und Wählern hatte. Und das ist mit einer der Gründe, warum man auch diesen so lange zurückliegenden Krieg aufmerksam betrachten sollte, weil wir da eben nicht nur den Staub der Archive einatmen, sondern von dem habe ich mich ja auch eher ferngehalten, sondern etwas beobachten, wovon wir mit Schrecken feststellen, oh, wir sehen unsere eigene Gegenwart, nicht? Also die, Barbara Tuckman hat das mal als den fernen Spiegel bezeichnet. Wir gucken hinein, wir sehen das, was vor 400 Jahren oder so der Fall war, und gleichzeitig spiegeln wir aber Tendenzen unserer eigenen Gegenwart. Das ist spannend. Wenn der Typus des Kriegsunternehmers ein Typus unserer Gegenwart ist, Herr Wilson, wie sollen wir damit umgehen? Wie können wir vernünftig solche Formen von Kampfkriegsökonomie einsetzen, um Krieg zu vermeiden, den Frieden zu bewahren? Das ist sehr schwierig. Also diese UN-Konvention gegen Söldner, das ist in 1989 geschrieben, und die UN hat seit den letzten 14 Jahren versucht, das zu ratifizieren. Es haben nur 35 Länder diese Konvention ratifiziert. England ist nicht dabei, Frankreich ist nicht dabei, die USA ist nicht dabei. Also mit diesen konventionellen Mitteln wird es nicht abgeschafft. Also der Welt ist nicht mehr von diesem westfälischen Modell mit diesen souveränen Staaten. Also das funktioniert nicht mehr, und wir müssen andere auf eine andere Art und Weise gegen diesen Phänomen gehen. Vor allem, weil die Staaten, die dann noch tatsächlich dazu fähig sind, selbstständig Kriege zu führen, sind gerade in dieser Lage, vor allem der USA, weil es diese Private Military Companies, also
so stark benutzt. Und gerade wie der Herr Münkle das gesagt hat, also ein großer Vorteil davon ist, die Verlusten sind auf diesen Söldner dann geschoben und das wird nicht von den Medien dann bemerkt, weil es die eigenen Staatsbürger nicht getötet worden sind. Sie haben im Schlusskapitel Ihres Buches das Schlachtfeld Mitteleuropa von 1630 mit dem Nahen Osten von heute verglichen. Mhm. Auch dort sozusagen sind religiös und politisch motivierte Akteure sozusagen in einer unguten Gemengelage, die nicht aufzulösen sind. Mhm. Man muss die Analogie ja nicht so weit treiben. Man kann ja beobachten, auch da ist eine Religion geteilt in Sunniten und Schiiten, dann sind verschiedene ethnische Gräben. Was kann man denn tatsächlich aus dem 30-jährigen Krieg und seiner langen Dauer lernen für diesen Konflikt? Mhm. Lässt sich eine Schlussfolgerung ziehen, wie man eventuell in Syrien, im Irak, dieses Leiden, Bluten, Morden schneller beenden könnte? Naja, Lernen ist ein schwieriger Vorgang. Also zunächst einmal lernen wir daraus, vielleicht genauer hinzuschauen und zu begreifen, es ist nicht nur ein Konflikt zwischen der Familie Assad und dem Rest der syrischen Bevölkerung, oder es ist nicht nur das Problem, dass da einige Dschihadisten sich versammelt haben und unter der Fahne des IS ein neues Projekt durchgesetzt haben, sondern es ist ein Krieg, der beginnt mit einem Verfassungskonflikt. Das nennen wir halt arabischer Frühling. Nicht? Ob die Mubaraks, Ben Alis, Assads allein das Sagen haben sollen und die Macht an ihre Söhne unmittelbar weitergeben oder aber ob die Bevölkerung ihrer Länder einen Einfluss haben. Da geht unterschiedlich aus. In Tunesien geht es dieser Weise aus, in Syrien in anderer Weise, in Libyen noch einmal in einer anderen Weise. Über diesen Konflikt legt sich aber relativ schnell erstens der konfessionelle Gegensatz zwischen Schiiten und Sunniten, der in vieler Hinsicht parallelisierbar wäre. Andernorts legt sich darüber eine Genese von Kriegsunternehmertum, das kann man eher jetzt in Libyen beobachten, aber teilweise auch in Syrien. Also sozusagen kleinere Figuren, die hier den Krieg als ein Geschäft betreiben, eher raubend als in großem Stil, nicht mit sozusagen Aktien wie Blackwater, nicht? Also sozusagen schickes, kapitalistisch gut geführtes Unternehmen, sondern eher in dieser dreckigen Form, die relativ nah an das klassische Söldnertum herankommt. Dann ist es ein Konflikt um die Frage, wer wird eigentlich im vorderen Orient in Zukunft das Sagen haben. Also wenn ich vorhin gesagt habe, nicht der relative Niedergang Spaniens oder die Beobachtung anderer, die Spanier werden gar nicht in der Lage sein, alles zu regeln, dann ist das auch der Blick darauf, dass die USA sich zunehmend als gleichsam der Hüter dieser Ordnung zurückziehen und das auch noch öffentlich allenthalben erklären. Mit dem Ergebnis, dass plötzlich ganz viele da sind, die mit den Hufen scharren. Iran, Saudi-Arabien, die Türkei, ich würde mal behaupten, die Ägypter sind demnächst auch wieder dabei. Und dann haben sie dann auch diesen Hegemonialkonflikt. Und diese Schichttorte von Konflikten, die wir dort haben, die ist eigentlich strukturähnlich wie die des 30-jährigen Krieges. Ich würde überhaupt sagen, dieser 30-jährige Krieg von 1618 bis 1648 ist ein Modell für das, was ich den Typus 30-jähriger Krieg nennen würde. Der muss nicht unbedingt 30 Jahre dauern. Der Peloponnesische Krieg, den Thukydides beschrieben hat, hat, glaube ich, nur 27 Jahre gedauert. Der 80-jährige Krieg hat halt 80 Jahre gedauert. Wie lange der Krieg im Nahen Osten dauern wird, wissen wir nicht. Anderes Beispiel dafür wären die Kriege an den großen Seen im subsaharischen Afrika, die wir in der Regel nur als Krieg in der Kivu-Region oder so irgendwas oder in Ruanda in Erinnerung haben, der aber in den tendenziell alle Staaten verwickelt gewesen sind, selbst Simbabwe und Mugabe. Also sozusagen die Übereinanderschichtung von verschiedenen Kriegen, das kann man beobachten. Wie man da rauskommt, das würde ich sagen, wird schon schwieriger. Sicher kann man dann aus dem Westfälischen Frieden lernen, man muss
konfessionelle Fragen, also Wertefragen, Fragen der Grenzziehung, Fragen des Einflusses der inneren Hegemonialaspiranten und der äußeren Hegemonialaspiranten, also dann wären die Russen mit dabei, voneinander separieren. Also so ungefähr, wie die das in Münster gemacht haben. Und wie das dann weitergeht, das kann man natürlich nicht sagen, weil sich Geschichte in diesem einfachen Sinne zweifellos nicht wiederholt. Ich würde aber sagen, eine eher traurige Botschaft ist mit dabei. Denn dass es in Deutschland gelingt, tatsächlich diesen Krieg zu beenden, hat damit zu tun, dass andernorts die Kriege weitergehen. Also ganz viele sind im Oktober 1948 nicht davon überzeugt, dass dieser Friede hält. Nicht? Erst auf dem Exekutionstag in Nürnberg von 1650 kommt Generalleutnant Piccolomini zu dem Ergebnis, dieser Friede wird halten, weil die schwedische Armee demobilisiert worden ist, abgedankt worden ist. Und das hat aber damit was zu tun, dass, Sie hatten das, glaube ich, vorhin schon angesprochen, der Krieg zwischen Frankreich und Spanien weitergeht, dass die Schweden auch wieder eigene Soldaten brauchen, die sie jetzt eher im Baltikum und Polen einsetzen, dass der Kaiser mit dem Türken wieder aneinander gerät und so weiter, sodass aus dem Zentrum diese Leute abgezogen werden. Wenn wir das jetzt als Lösungsmodell für den Nahen Osten denken, dann haben wir ein Problem. Ja? Ich könnte sagen, die Befriedung des Nahen Ostens wäre gewissermaßen die Verlagerung des Krieges nach Europa. Das können wir im Ernst nicht wollen. Mit anderen Worten, Herr Wilson, der Krieg bleibt nach wie vor die Lösungsoption oder die realpolitische Option für unlösbare Konflikte. Das macht uns doch gerade so hilflos als europäischer Beobachter, dass wir ja eigentlich den Anspruch des arabischen Frühlings, all diese Diktatoren loszuwerden, zutiefst verstehen können und dann nicht verstehen können, warum keine demokratische Lösung für diese neue Situation möglich ist. In Ägypten wird ein Fundamentalist gewählt, in anderen Ländern brechen ethnische Konflikte auf, in Syrien setzt die Regierung Giftgas gegen ihre eigene Bevölkerung ein. Warum eigentlich ist diese sozusagen die Kriegsoption immer noch und immer wieder da? Weil man versucht immer dann seine eigene Meinung durchzusetzen und man macht einen Kalkül und denkt, ja, das wird sich lohnen, das ist riskant, aber das lohnt sich und das ist das Problem. Also es gibt dann vor allem, wir sitzen hier und wir sind an einer gewissen politischen Kultur dann gewöhnt und wir denken, unsere politische Kultur ist natürlich das Beste und wir können das einfach in andere Teile der Welt übertragen und man kann das einfach nicht so und das Problem vor allem für die sogenannten westlichen Mächte heutzutage ist, dass die stehen immer von diesem Versuch, also die wollen diese politischen Systeme, dass andere Länder, die diese politischen Systeme haben und die würden dann die Gruppen, die damit identifiziert werden, unterstützen und ja, die sind oft dann die schwächeren Gruppen und insofern kann man also das nicht so einfach lösen. Und wenn man, also wir haben von so Lernen aus der Geschichte gerade gesprochen und ich würde sagen, also wenn man den 30-jährigen Krieg betrachtet, also man kann vielleicht nicht direkt daraus lernen, aber ein Verständnis von diesem Krieg kann man auf jeden Fall dann bessere Fragen für heutzutage stellen und insofern kann man vielleicht etwas näher an eine bessere Lösung für heute. Wir haben jetzt eine knappe Stunde miteinander diskutiert. Ich denke, wenn wir jetzt 10 Minuten lang noch das Podium für das Publikum öffnen, dann können auch Sie noch Fragen stellen, die sich Ihnen eventuell jetzt während der Diskussion nahegelegt haben. Ich hätte mal eine Frage, eine These, die ich gerne bewertet hätte. Und zwar die These vertreten, es gäbe eine direkte Kausalkette vom 30-jährigen Krieg zur deutschen Untertanenmentalität. Also der deutsche, berüchtigte deutsche Untertan, der ja die Sicherheit der Freiheit vorzieht und den Heinrich Mann ja auch so schön beschrieben hat,
der fühlt sich in einer Sicherheit und Ordnung wohler als in einer freiheitlichen Ordnung. Und das geht mir ja letztlich, weil sich die Schrecken des 30-jährigen Krieges so ins Mentalbewusstsein der Deutschen eingebrannt hat, dass die Deutschen halt mehr die Ordnung, Sicherheit und Autorität vorziehen als Freiheitlichkeit. Es gibt keine direkte Verbindung, aber die Obrigkeiten schon während des Krieges und gerade hinterher haben den Krieg als Strafe Gottes dargestellt und die haben dann die Untertanen gesagt, ja, sie müssen brave Untertanen sein, sie müssen fromm sein, sonst kommt der Herr Gott wieder und das Land wird dann bestraft. Insofern hat es dann eine gewisse disziplinierende Rolle, aber man muss auch noch daran denken, dass im Westfälischen Frieden, dass es verschiedene Rechte auch gerade für einfache Leute drin waren, also die vor allem über diesen Rechte, die mit Religionsübung verbunden waren, also zum Beispiel man durfte nicht wegen Religion unterdrückt werden, man hat verschiedene Möglichkeiten an verschiedene Gerichte dann zu appellieren, gerade ist diese Rechtskultur des Reiches, das hat Gemeinde sowie auch Individuelle viele Möglichkeiten, um gegen ihre Obrigkeiten dann zu klagen und auch erfolgreich. Also ich würde zunächst mal sagen, intuitiv kann das nicht sein, dass es eine direkte Linie des Untertanengeistes von damals nach heute gibt, denn gerade dieser Krieg lebt davon, dass es ganz viele rebellische Leute in Deutschland gibt, nicht? Also dann wären sozusagen diejenigen mit dem größten Untertanengeist, das ist vielleicht auf die aktuelle Frage nicht uninteressant, die Sachsen. Und zwar nicht die Niedersachsen, sondern die Obersachsen. Also diejenigen, die wir heute Sachsen nennen, nicht? Die sozusagen aus lutherischem Geist, nicht? Römer 13, Untertan der Obrigkeit, sich eben gerade nicht zunächst einmal mit ihren protestantischen Glaubensgenossen solidarisieren, sondern gut kaiserlich bleiben. Relativ lange. Erst kurz vor Breitenfeld wechseln sie die Fronten und danach ist es eine ausgesprochen heikle Geschichte, mit den sechs Sachsen verbunden zu sein, denn man weiß nicht, mit wem sie morgen verbündet sind. Also von daher, glaube ich, ist es ein sehr komplexes Feld und ich würde mich davor hüten, solche langen Linien zu ziehen. Bitte. Welchen Beitrag kann das moderne Recht zur Beendigung von Konflikten finden? Solche Nürnberger Prozesse, und auch noch im Ersten Weltkrieg gab es ja Prozesse gegen Deutsche, Ruanda-Tribunal, Jugoslawien-Tribunal, dann der Weltgerichtshof, der ja gerade ohne USA gegründet wurde, bosnische Serben, die sich wegen Jugoslawien Karadzic und Mladic verantworten mussten. Wie würden Sie es einschätzen oder ist es nur eine Scheinrechtfertigung des Rechts? Kann man gegen Kriegsherren mit dem Recht vorgehen? Also man kann das, nicht? Natürlich. Hager Tribunal, ein Beispiel dafür. Andererseits gilt da auch der Satz, die Nürnberger hängen keinen, sie hätten ihn denn. Und es gibt eine tiefe Unzufriedenheit, vor allen Dingen aus dem subsaharischen Afrika, dass der internationale Gerichtshof vor allen Dingen Leute von dort vor Gericht stellt, aber keinen aus den USA, nicht? Oder derlei mehr. Oder Kissinger zum Beispiel. Ja, oder Kissinger von mir aus, ja. Also das ist eine wirklich ganz schwierige Geschichte, mit Recht solche Konflikte auflösen zu wollen. Dort, wo klare Kriegsverbrechen vorliegen, ja, aber das heißt ja dann nur, dass man auf die Durchsetzung des Jus in Bello achtet. Und um das im Ganzen die Spitze aufzusetzen, die deutschen Offiziere, die wegen der Erschießungen in den Adriatischen Höhlen in Italien verurteilt worden sind, sie nicht verurteilt worden, weil sie generell Geisel haben erschießen lassen. Das war im Zweiten Weltkrieg im Rahmen von Kriegsrechtshandlungen
teilweise zulässig, sondern sie haben zu viele erschießen lassen. Ja. Da sieht man sozusagen die ganze Ambivalenz eines Rechtssystems. Nicht? Das General Eisenhower sagt, in dem Augenblick, wo amerikanische Truppen deutschen Boden betreten, also Spätherbst 1944 im Raum Aachen, dass für jeden getöteten amerikanischen Soldaten, und zwar getötet durch Organisation Werwolf oder so etwas, und die wussten ja damals noch gar nicht, ob dieses hochideologisierte Volk dann einen Partisanenkrieg führt oder so irgendetwas, oder ob sie kapitulieren, nicht? Dass dafür Geiseln genommen und erschossen werden. Das mussten die nicht, weil die Organisation Werwolf nie funktioniert hat. Aber die Androhung war da, durch jemanden, der später Präsident der USA gewesen ist und in der Retrospektive vielleicht gar nicht, keineswegs der schlechteste der amerikanischen Präsidenten. Herr Wilson, man könnte ja auch mal fragen, was nützt der Boykott? Das ist ja doch das einzige politische Mittel, was zumindest die Bundesrepublik zurzeit in die Waagschale werfen kann. Sehr viel scheint es nicht geholfen zu haben gegen Assad. Ja, das stimmt. Also im 17. Jahrhundert hat man das also ganz anders gestellt. Im Westfälischen Frieden ist das also dass man die Leute, dass jede andere vergibt und vergisst. Und aus dem Vertrag kann man und aus dem Kriegsgeschehen kann man keine Klagen mehr leiten. Und das war eine andere Art Lösung als heutzutage. Da war noch eine Frage. Ich habe also von Timur Chevre gelesen in On the Post-Colony über Warlordism. Und Warlords sind natürlich Leute, die abhängig sind, also von Blood Diamonds, von allen möglichen Form von Smuggling und natürlich also auch von Money Laundering. Wäre das also sinnvoll, also rückwirkend, also das Prinzip des Warlords, also auch im 30. Krieg zu entdecken? Ja gut, ich meine, das haben wir ja, glaube ich, beide getan. Unterschiedlicher Begrifflichkeit. Man kann sagen, es sind die Spätfiguren der italienischen Condottieri, die das seit dem 14. Jahrhundert organisiert haben, oder aber es sind avant la lettre Warlords. Ja? Also Wallenstein, ein Warlord, freilich ein anderer Typ als Ernst von Mansfeld, der wirklich ein Warlord in jeder Hinsicht ist, oder der etwas durchgeknallte Christian von Braunschweig, der gleichzeitig sozusagen noch die Vorstellung hat, Kriegsdienst sei Minnedienst, nämlich gegenüber Elizabeth Stuart. Diese Figuren beobachten Sie hier überall auch, nicht? Aber mal der ganz Krieg im als Ernst, Unternehmen. Herr Münkler, Herr Wilson, wenn man heute im Fernsehen, ich argumentiere jetzt mal ein bisschen emotional, also diese Figuren sieht, den General Dostum in Afghanistan oder diese Warlords da am Horn von Afrika, die Piraten, die auch verschiedene Leute, auch selbst Leute wie Karadzic, der ja als Dichter noch ein bisschen eine groteske Figur war, aber sieht man doch Kriminelle, Mafiosi, da bekommt man sozusagen eine demokratische Wut, warum ist es nicht möglich, diese Leute sozusagen da rauszuholen, in Den Haag vor das Gericht zu stellen? Also warum geht dieses Geschäft immer weiter, trotz unserer Versuche militärischen Interventionen, mit Boykotten, deren Hähne zuzudrehen? Ist es denn wirklich nicht möglich, diese Formen einer 30-jährigen Kriegsführung, um das mal so zu verallgemeinern, abzustellen? Also zwei ganz kurze Antworten. Als die Amis versucht haben, in Somalia diesen einen Warlord festzunehmen, hat das nicht funktioniert, weil es vorher verraten worden ist. Gibt es den bekannten Film Black Hawk Down dazu, und dann hat die Gegenseite Bilder produziert, in dem, ich glaube, Rangers durch den Straßenstaub von Mogadischu geschleift worden sind, und wusch waren die Amis weg aus Somalia, nicht? Also sozusagen, die haben Möglichkeiten, uns gewissermaßen über das System der Medialität zu sagen, hey, lass die Finger davon, Warlords zu verhaften, das wird sehr teuer werden für euch. Der erste Punkt, der zweite Punkt ist, die Warlords haben sich, und das betrifft die Ökonomie, mit der internationalen organisierten Kriminalität zusammengeschlossen. Nicht? Die sozusagen bedienen als illegal zertifizierte Güter, Rauschgift, Kolumbien ist es Kokain, Afghanistan ist es Opium oder Edelhölzer, in Teilen der südostasiatischen Kriege.
Und als ich das mal an der Humboldt-Universität ein paar Kollegen von unserer sehr neoliberalen Ökonomie vorgetragen habe, haben die gesagt, ach, das wäre doch prima, dann landen wir einen harten Schlag gegen dieses Wallardism, indem wir Rausgift freigeben. Ja? Das ist eine klassische neoliberale Überlegung, nicht? Dann sinken die Preise, dann haben die weniger Einnahmen. Dann habe ich zu dem Kollegen gesagt, ja, Herr Blankert, aber haben Sie auch überlegt, dass die Einnahmen in Europa ungefähr seit 2010 aus dem Handel mit Frauen höher sind als die aus dem Handel mit Rauschgift? Und wollen Sie diese Ware auch freigeben? Ja? Ja, das nicht. Das heißt, wir sind an dem Punkt, wo klar ist, wir müssen uns Selbstbindungen auferlegen aus unseren Werten heraus, aber gleichzeitig leben wir ein Leben, in dem wir, der eine so, der andere anders, in irgendeiner Weise von diesen als illegal zertifizierten Gütern dann doch leben. Also nicht die Leute, die hier sind, nicht dieses empirische Wir, aber das transzendentale Wir. Ne? So, okay. Damit das auch klar ist. Und wenn man das sich vor Augen führt, kann man sagen, eigentlich finanzieren die reichen Gesellschaft über die OK, organisierte Kriminalität, diese Strukturen, sonst wäre die afghanische Ökonomie zusammengebrochen. Nicht? Und die Warlords auch. Und weil es kriminalisiert ist, stellen die natürlich auch die Leute, die von einer gewissen Härte und Durchsetzungsvermögen sind und kein Problem haben, einen zu erschießen. Nicht? Das können Sie ja in Berlin durchaus beobachten. Also ich weiß nicht aus eigener Beobachtung, sondern von der Polizei, wie mit den Kriegen, den jugoslawischen Zerfallskriegen, die Gruppierungen, die hier die Bordells betrieben oder geschützt haben, gewechselt haben. Nicht? Und es ging sozusagen jeweils um diejenigen, die gerade im Krieg waren und denen das gar nichts ausmachte, ein paar vom Leben zum Tode zu bringen. Das heißt, Peter Wilson, in einer globalisierten Welt hat sich auch das Kriegsunternehmertum globalisiert, sodass es selbst in unsere Gesellschaften reinreicht. Ja. Können wir wirklich nichts dagegen tun? Wir können die Unmenschlichkeit nicht mit Unmenschlichkeit bekämpfen, aber gibt es keine sozusagen legalistische Möglichkeit, dem entgegenzutreten? Also zum Beispiel, also man könnte vielleicht das so machen, dass man, ja, wenn wir diese Privatstreitkräfte dann verwenden wir, wollen, dann, dass wir das mit finanziellen Mitteln dann versuchen, nur zum Beispiel, also dass bestimmte Firmen dann angenommen werden und andere nicht, aber das ist eine sehr unklare Welt. Vor allem zum Beispiel diese Firmen, die heutzutage in Afrika aktiv sind, die nehmen meistens Leute, die aus Südamerika kommen, die, vor allem von den Spezialeinheiten der südamerikanischen Armeen, die dann ausgebildet werden sind. Und gerade ist es, das ist ein globales Geschäft. Und man merkt, dass Nationalstaaten sehr weniger Einfluss auf diesem Gebiet mehr haben. Aber wir höchstens können wir als demokratische Bürger in Länder, wo man noch diese Chance hat, einen gewissen Einfluss auf unsere Regierungen lenken können, weil es ist auch unsere Regierungen, die oft diese Einheiten anheuern. Meine Damen und Herren, wir schauen in den 30-jährigen Krieg wie in einen fernen Spiegel. Es gruselt uns, aber wir können nicht aufhören, hineinzuschauen, weil sich darin auch unsere Welt abbildet, verzerrt, aber dennoch sichtbar. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Heimweg.